Jetzt wieder alles heile. Okay, aber ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, wenn ich hier den Wechsel einigermaßen hinkriege, Dankeschön dafür. Wenn ich den Wechsel einigermaßen sweet hinkriege, dann sollten wir das gebacken kriegen. Alter, die Mucke ist einfach geil, ne? Der war zu früh. Mein Lieblings-Energy von Monster ist tatsächlich der originale, der grüne. Oder aber, ich hab's euch ja gerade schon erzählt, ich versuche ein bisschen auf Monster bzw. auf Zucker runterzustellen. Monster Rehab Peach Tea. Der schmeckt original. Ich weiß nicht, wer von euch noch von Aldi früher den Pfirsicheistee kennt. Kennt noch jemand den Pfirsicheistee von Aldi in den Tetrapacks? So schmeckt das. Ich muss gerade darauf, oder? Ich habe gerade mit Num 5, mit Num-Tasten gegengelenkt. Vielleicht flippt er einen auch zweimal. Aber ja, also ich habe mich als Jugendlicher, als Teenager, habe ich ausschließlich... Timing, Junge! Habe ich ausschließlich diesen Pfirsicheistee getrunken. Wirklich, mein Leben war nur dieser Pfirsicheistee. Ich habe sogar eine Schüler-VZ-Gruppe mit einer Petition gegründet, diesen Eistee wieder ins Sortiment aufzunehmen. Also ich war wirklich harter Suchti davon. Digga, er flippt aber nicht zweimal. Ich flippe nicht stark genug, dass er zweimal flippt. Du trinkst seit 2 Jahren nur noch Wasser. Das war ein Jahresvorsatz. Edel, das finde ich übertrieben edel. Und ich wünschte, ich würde es auch schaffen. Ich wünschte, ich könnte auch nur Wasser trinken. Aber irgendwie, ich trinke mehr Wasser mittlerweile. Also nicht Wasser aus dem Meer, sondern mehr Wasser. Aber ich trinke doch immer noch relativ viel so Pepsi-Krams und sowas. Oh. Okay, der war schmuf. Digga, wie soll denn der Scheiß hier funktionieren, Junge? Was? Petition? Ja, also Aldi hat den mal rausgenommen, den Pfirsicheistee aus dem Sortiment. Und damals gab es noch kein Facebook, dann habe ich auf SchülerVZ so eine Gruppe gegründet, die eine Petition gestartet hat zur Wiedereinführung oder Wiederzurückbringung, Wiedereinführung. No, das sah so Butter aus! What the fuck, war das knapp, Alter! No! Oh, scheiße! Aber okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie es geht. Aber ja, also wie gesagt, eine Schüler-VZ-Gruppe gegründet, die eine Petition gestartet hat, um den wieder zurückzubringen, den Eistee. So ein Pfirsich-Eistee-Junkie war ich damals. Naja, also jedenfalls dieser Monster Peach Tea, Monster Rehab Peach Tea heißt er, der schmeckt genauso wie der Pfirsicheistee. Und den trinke ich auch sehr, sehr gerne. Oh, das war zu früh.